Hallo Leute, ja, wir sind beschäftigt mit dem Umsetzen, was Tante Mimi geschrieben hatte. Sie meinte, hier die Straße fürs Eisen rummachen. Das werden wir nach dem Intro gleich in Angriff nehmen. Ja, habe natürlich letztes Mal hier noch die Straßen ausgebaut. Ob das dann Sinn gemacht hat, ist dann die nächste Frage. Aber erstmal soll uns das egal sein, sag ich mal. Dann packen wir uns hier eine Straße, eine Landstraße, ist glaube das hier, ne? Die war 80 km/h schnell, meine ich, oder? Wo konnte man das denn jetzt hier gerade noch sehen? An dem Pop-up da oben. Und die ist 100, aber die ist vierspurig. Ne, vierspurig will ich jetzt erstmal nicht machen. Okay, das ist ja dann so krass gebaut. Okay, sehr schön gerade. Das gefällt mir natürlich schon mal gar nicht. So ein bisschen geschwungen hätte ich gerne. Kann man das hier mitmachen? Ja, so sieht mir das doch schon viel besser aus, oder? Und kostet aber auch ein bisschen, ne? Kann man jetzt auch nicht sehen, wie viel so. Aber das ist jetzt nur ein bisschen aufgeschüttet und so. Ich glaube, das sieht ganz gut aus, oder? Auch das ist jetzt die Eisenbahn, ne? Das geht auch noch. Glaube, das geht auch noch. Oh, hier baut er jetzt sogar eine Brücke dann runter, ne? Also ich will jetzt nicht so eine dicken, teuren Brücken hier bauen. Nee, das gefällt mir nicht. So ist schon okay, oder? Ein bisschen aufschütten ist immer ganz okay, aber so viel wie letztens da mit dem Dingens, das gefiel mir nicht. Hier muss es wahrscheinlich sein, weil da unten auch Dingens ist. Das gefällt mir schon ganz gut. Ich hoffe, die Fahrzeuge nehmen dann jetzt gleich auch diese Route, ne? Ah, da ist der erste. Wunderbar, dann klappt das schon mal. Gut, dann haben wir da eine Abkürzung auf jeden Fall. Bin ja dann immer so ein bisschen vorsichtig mit dem Geld, wie gesagt, aber wir haben immer noch eine Million da und das sieht erstmal alles ganz gut aus, oder? Hier sind natürlich Fahrzeuge, die jetzt vielleicht noch hier lang fahren, aber das wäre auch egal, wenn sie überhaupt hierfür sind. Ist die nächste Frage. Tante Mimi hatte ja auch hier geschrieben, dass ich dann direkt den Bahnhof da anschließe. Würde ich jetzt nicht machen wollen, weil ich das jetzt schon so schön gemacht habe da. Weiß ich aber noch nicht. Vielleicht mache ich es, wenn es schneller nachher ist. Das könnte auch sein. Irgendwo. War das? Ne, das Dingens habe ich gefunden. Na, irgendwo war ein Doppelsignal. Ziemlich am Ende, meine ich, hätte Tante Mimi gesagt, bei den roten Pfeilen. Dann müsste er hier. Der fährt da lang, ja. Ah, hier sind. Ne, dieses ist alles richtig. Da sind Signale. Okay, ich glaube, könnte sein, dass das ist. Und das ist falsch. Ich glaube ja, ne? Das muss auf der anderen Seite stehen, oder? Das muss weg. Sonst fahren die, glaube ich, auf der Seite gar nicht. Kann das sein? Und dann müssen da noch mal eins bauen. Signale da. Das muss auf der Seite stehen, ne? Jetzt muss ich gerade gucken, ob das bei dem anderen auch so war. Oder habe ich das auch falsch? Ne, hier ist richtig. Und wie sieht das hier aus? Das könnte rein theoretisch weg, kann aber auch bleiben. Oder kostet das Geld? Das kostet bestimmt Geld, aber das sind wahrscheinlich wenige. Ja, es ist. Ja, dann fahren sie dadurch natürlich auch, ne? Das passt. Das passt, das passt.
Obwohl, ja, ich glaube, es ist egal, ne? Oder? Ist das egal oder nicht egal, wie rum? Weiß ich jetzt nicht. Kann Tante Mimi bestimmt irgendwie nächstes Mal auch sagen, ob ich da noch was machen muss oder nicht. Ich glaube, von der anderen Seite fahren sie dann trotzdem durch, ne? Oder? Ich weiß es jetzt nicht. Hier steht ein Einsames, das ist aber okay. Da steht das andere Einsame. Hier stehen zwei Doppelte mit der richtigen Richtung. Ich glaube, das passt schon so. Haben wir hingekriegt. Gut, Signal haben wir hoffentlich verändert. So, jetzt wäre dann noch die nächste Geschichte, die Tante Mimi geschrieben hat, einfach hier durch den Berg durch, ne? Kann man das so einfach? Ich weiß es nicht. Was macht denn er, wenn ich das sage? Mittlere Landstraße. Und dann hier so durch, ne? Und dann kostet mich das mal eben 5 Millionen. Okay, weiß ich Bescheid. Ja. Wie viel ist das denn, wenn er hier knapp rauskommt? Auch 5 Millionen. Der Tunnel ist dann zu teuer. Oh, guck mal, wenn ich so hoch machen würde, wäre nicht so teuer. Oh, ich habe schon tatsächlich gerade 3 Millionen. Auch krass, oder? Kann man das... Mach mal weg. Ja, weiß ich nicht. Wäre das... Ja, keine Ahnung. Wenn ich jetzt hier was baue, ne? Und dann so da durchgehe durch, ne? Dann würde er einen Tunnel bauen, ne? Aber das will ich gar nicht, das ist doof. Das gefällt mir so nicht. Das wäre ja eigentlich mit einer Kurve, möchte ich ja gerne haben. Ich würde ja gerne jetzt hier. Ja, nee, das lassen wir mal so. Ich weiß noch nicht, wie wir das hier machen. Das ist, ja, das ist vielleicht, wenn ich mehr Geld habe, ne? Aber okay, wir haben jetzt gerade tatsächlich 4 Millionen, ne? 4, ja, 4 Millionen. Krass. Schienenbus. 90 km/h. Was ist denn mit dem? 90 ist zu langsam, weil der fährt hier 120, ne? Fahrzeug verwalten. Gibt es denn da was Besseres? Wo war das denn? Ne, das war das, das Ersetzen. Ne, da gibt es noch nichts Besseres, ne? Da gibt es einen Rungenwagen und sowas. Dampfelektrisch ist nur der da, okay. Und das ist der Dieseltriebwagen, okay. Und Dampf fehlt natürlich, weil der ist jetzt hier mit 90 km/h natürlich. Das ist, glaube ich, das Schweinetaxi, so hieß das, ne? Ja, und elektrisch ist natürlich schon eine ganze Ecke schneller mit 125 km/h. Das lassen wir mal erstmal so, ne? Soweit, so gut. Ich weiß nicht, wo Tante Mimi die Museumsbahn hinbauen wollte. Davon sprach sie auch. War das hier vielleicht? Nee, ich glaube nicht. Möckern will jetzt was hier haben? Brot und... Was ist denn das? Treibstoff, okay. Das haben wir aber noch nicht. Wir müssen jetzt erstmal gucken, dass wir das andere machen hier. Lagert hier was? Hier wird gar nichts produziert sozusagen. Aber was fehlt denn uns? Transport ist genug da, Versand ist, also es fehlt definitiv die Zulieferung, ne? Also Kohle ist da, es fehlt ganz klar das Eisen noch, ne? Aber die fahren doch hier auch, oder? Allerdings war da jetzt gerade auch schon wieder ein neuer Rungenwagen, ne? Mehrere Fahrzeuge sind in einem schlechten Zustand. Ich hätte die gern gerade gesehen. Geht das? Na, die Warnmeldung ist weg. Das heißt, wir gehen wieder über die Liste und werden jetzt definitiv noch schlechte Zustände erstmal finden. Also, wir müssen das umgekehrt machen. Ja, der Zug ist schlecht, ne? Was sind das für einer? Nur Passagiere, ne? Aber der fährt 44. Sehr schlechter Zustand. Wo fährt denn der lang? Fahrzeug verwalten.
Der hat 44 und der hat 20. Also eigentlich ist das jetzt nicht so direkt, oder? Wie viel hat denn der andere? 15, das heißt, der ist sowieso der elektrische, sowieso der bessere. Und dann Dampflok. Wie schnell fährt er jetzt hier maximal? 60. Die fährt 100. Die fährt 90, die fährt 120, die fährt 145. Die kostet mich wie viel? Oh, viel zu viel Geld. Obwohl wir einiges haben, aber das ist dann doch alles zu teuer. Die hier fährt 90, diese hier wäre dann interessant. Ein Stock, weil 2 schließt in, ja, das können wir jetzt nicht ändern. Die hat 3,7 Millionen, fährt 100. Lebensdauer 35 Jahre. Wenn ich die jetzt hinzufüge, die ersetze ich dann für den Preis. Ich habe 4,2 Millionen. Jetzt müsste ich aber noch, sag schon, Passagiere noch da dran erkriegen, ne? Und dann würde ich ja gerne. Wie viel sind das hier? Wo steht jetzt 17 Kapazität? 14, 17 und ja, der hat 20, ne? Auch krass. So viel länger, aber nur 20. Und kostet mal gerade eben 1,2 Millionen, 1,4, fast 1,5 Millionen. So, wenn ich den jetzt hinzufüge mit 3 Stück, würde ich 60 Passagiere transportieren. Wie viel hat der Zug jetzt hier? 40. Wäre dann definitiv auch mehr. Kostet mich 7,5 Millionen. Die wir jetzt mal nicht gerade eben haben, aber 6,1 haben wir schon, also gar nicht mal so schlecht. Der fährt aber mit 20 da runter. Ist er denn hier wenigstens voll? Ach, der ist noch nicht mal voll da. Das heißt, 3 sind schon sowieso zu viel, oder? Der würde jetzt 40 transportieren. Wäre weniger wie der, den ich vorher hatte. Boah, das ist jetzt nicht so das Ding, wo ich sage, ja, das will ich haben. Ich glaube, wir machen die weg. Das bringt sowieso noch nichts. Die Lok fährt, glaube ich, auch nur 100. Na, oder wie schnell war die? Ja, das heißt, wir brauchen auch gar keine schnelleren Anhänger da dran, ne? Fahren beide 100. Davon 3 kaufen. Oder davon 3 kaufen. Kostet mich 6,1, die wir jetzt auch gerade hätten. Und das können wir dann ersetzen. Und er würde 40 km/h schneller fahren. Ach, jetzt habe ich ihn ersetzt, ne? Na, ist gut, dass ich es gemacht habe. Es hätte ewig gedauert, wenn ich überlegt hätte, ne? Das wäre nicht gut gewesen. So, 51, wir sind also auch noch 7 Passagiere mehr geworden dafür und das ist jetzt erstmal ein guter Zug, der dann auch schneller fährt. Wo ist der jetzt? Da. Mach das mal weg. Ja, das sieht schon gut aus, oder? Und wie schnell fahren die anderen? Das ist jetzt noch die Frage, ne? Wie schnell fahren die anderen Züge? Wo ist es? 60. Okay. Nicht so prickelnd, weil. Ja, doch, der kann ab und zu vielleicht überholen. Und hier dieses Stück, ja, muss man gucken, weiß ich jetzt nicht. 146 zur Linie 29. Und die Linie 29 ist mit den Pfeilen. Und Linie verwalten. Kann ich jetzt hier sehen, wie viel das sind? Nee, ne? Das war per Link. Oh, da stehen noch mehr, oder was? Linie 29. Oh. Da stehen ja ganz viele. Und da. Ist das Hallendorf? Nee, ne? Oder doch? Nee. So, dann muss ich den auswählen. Da stehen 23. Hallendorf. Ist hier, warte, da muss ich da auswählen, stehen zwar, also okay, alles klar. Ich glaube, wir müssen gucken, dass wir da noch mehr Personenverkehr betreiben können. Und das heißt, Haltestelle hinzufügen, ne, neue Linie, ne, das ist alles hier verkehrt. Ist das hier jetzt ein roter Pfeil, der da fährt? Ja, ne?
Linie 29. Linie verwalten, ist das so? Nee. Linie 29, nee, ich muss hier ins Depot, so war das. Fahrzeug kaufen. Elektrisch, den. 2,7 Millionen haben wir nicht, schade. Wäre hinzufügen. Auf Linie 29 wäre das. Ja. So, da könnte ich alle Fahrzeuge klonen, aber dann würde ich glaube zwei dazu kriegen, ne? Wie kann ich denn jetzt ein Fahrzeug kaufen? Ja, irgendwie funktioniert das nicht, was ich gerade vorhabe, ne? Es wird gerade auch weniger, macht keinen Sinn. So, wir haben aber auf jeden Fall einen schlechten Zustand rausgeboxt. Fahrzeuge verwalten. Alle im schlechten Zustand. Das heißt, alle hier einmal auswählen, alle erneuern. Und alle fahren was? Alle Güter. Was fährt der jetzt speziell? Brot. Cargo. Typ. Kapazität sortiert. Ne, Geschwindigkeit wäre eigentlich schon eher, ne? Höchstgeschwindigkeit wäre interessant. 40, 60. Alle Güter. Der Opel Blitz ist es. Ersetzen für 1 Million alle Fahrzeuge. Haben wir. Und? Machen wir? Zack, machen wir. Jetzt fährt der Holz. Nein, der fährt nicht Holz, der ändert das gleich im Brot. Der fährt jetzt nur 40 km/h, weil die Straße so schlecht ist, oder was? Jetzt fährt er sogar nur 30. Wo ist denn der jetzt gerade, dass der so langsam fährt? Und die Stadt hat jetzt hier eine ganz wunderbare Straße gebaut, die nur 30 kann. Jetzt fährt er da nämlich 50. Okay, und hier? Okay. Das würde bedeuten, die Linie 29, ja, die muss ich mal aufrufen, hat ja keinen Sinn, ne? Ne, 29 war es gar nicht. Schade, da habe ich jetzt gepennt. Linie 18 ist das. Da sind 3 LKWs drauf. Wo geht die denn lang? Ach, die geht nach da. Aber das Brot war woanders. Oh, wenn ich jetzt wüsste, welches das gewesen ist, ne? Aber das ist ja auch kein Problem. Ne, Fahrzeugliste. Alter Fahrzeug. Einmal umdrehen. Und das sind dieses hier. Linie 21 ist es. Und wo fährt die Linie 21 lang? Okay, von da nach da. Das Brot wird da geholt. Okay, wie schnell ist die Straße hier? Keine Ahnung, ne? 40 km/h fährt er. Kann der schneller wie 40? Wo ist das? Da unten 60. Okay, die Straße ist zu langsam. Das ist schon richtig. Und die ist hier mit 80. Und das war, glaube ich, aufpeppen dann, ne? Genau. Boah, zu teuer? Ah, nicht so teuer. Passt. 5000. Und die ist schon schneller, okay. Und das ist hier 186.000, weil wahrscheinlich die Stadt das, die Gemeinde das bezahlt, ne, oder was. Und das ist schon alles schnell. Okay, dann haben wir das auch noch hingekriegt, bis auf dieses Stück. Da habe ich jetzt nicht so viel Geld für, ne. Okay. Obwohl dieses Stück hier wäre jetzt nochmal günstig, ne. Aber 6.000. Nee, das machen wir nicht. Ich glaube, das lassen wir erstmal so. Das sieht ja auch schon ganz schick aus mit diesen Straßen, ne? Fehlen mir für hier draußen die Leitpfosten. Neues Flugzeug im Angebot. Okay, noch ein neues Flugzeug im Angebot. Da haben wir überhaupt noch keinen Gedanken für verschwendet. Das ist bestimmt so ein Flughafen voll teuer. Gut. Ja, die Hochhäuser wachsen hier schon aus dem Boden, ne? Das ist ja auch nicht schlecht, ne? Einkaufsmöglichkeiten 32, frei einer, Güterbedarf ist Brot, ne? Okay, jetzt müssen wir warten. Ne, warten müssen wir nicht. Wir könnten jetzt mal schauen, was kostet der?
2,7. Ja, 2 Millionen haben wir erst. Wird leider gerade etwas weniger. Also wir fahren definitiv ja schon mal gute Zahlen ein, ne? Jetzt müssen wir nur darauf warten, dass das hier 2,7 Millionen sind und dann können wir uns den nächsten roten Pfeil kaufen. Und wenn wir den nächsten roten Pfeil haben, wird wieder mehr Plus werden, weil der fährt ja dann noch ganz viele Passagiere da hin und her, die uns da leider abhanden kommen momentan vielleicht, ne? Weil die sagen, boah, hier kommt ja keiner vorbei, der uns transportiert. Ich denke mal, da gucken wir nächste Folge rein. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins, falls euch die Folge gefallen hat. Gebt einen Daumen hoch, macht euch eine Glocke an. Dann kriegt ihr mit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao. Guck mal, der wartet hier, ne? Der kriegt nicht genug Stahl. Ah, das ist schlecht, aber Produktion geht hier hoch, ne? Produzieren gerade, ist ja gerade ein Zug da gewesen wahrscheinlich, ne? Alles klar, wissen wir erstmal Bescheid. Bis dann.